Axel, du hast ja gute Laune. Ja, heute ist ja auch Nikolaus. Mein Stiefel war voller Leckereien. Da muss man doch gute Laune haben. Ja, auf jeden Fall. Diese gefüllten Stiefel sind ja immer eine große Freude. Ich habe meinen Stiefel heute mal mitgebracht, denn da war heute Morgen was Besonderes drin. Schau mal. Oh, ein Getreidesäckchen. Das ist aber ungewöhnlich. Das stimmt. Aber es erinnert an eine Geschichte, die vom Nikolaus erzählt wird. Weißt du noch, letztes Jahr haben wir mit dem Nikolaus telefoniert, weil es wegen Corona nicht möglich war, dass er zu uns kommen konnte. Ja, ich erinnere mich, das war toll. Und wir haben mit dem Nikolaus über die Goldklumpen gesprochen und wie er sie den armen Mädchen geschenkt hat. Leider können wir ja auch dieses Jahr den Nikolaus nicht treffen. Aber was hältst du davon, wenn wir die Geschichte mit dem Getreide erzählen? Zum Glück gibt es vom Nikolaus ja so einige Geschichten. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich habe hier in der Kiste noch ein paar Dinge mitgebracht, die zu der Geschichte passen. Schau mal. Oh. Was ist denn da alles drin? Getreidesäckchen, Menschen, Kinder. Ein ganz kleines, ach, das ist ein Brot und ein Kapitän und der Nikolaus. Ich bin gespannt. Die Geschichte, die wir heute zum Nikolaustag erzählen, spielt in einer Stadt. Die Stadt heißt Myra und sie liegt in der heutigen Türkei. Einmal vor langer, langer Zeit gab es in Myra einen besonders heißen Sommer. Die Sonne brannte heiß über der Stadt. Viele Wochen hatte es nicht geregnet. Langsam verdorrte das Gras, auch das Getreide auf den Feldern vertrocknete, bevor die Körner groß und reif waren. Die Bauern konnten keinen Weizen ernten. Bald hatten die Bäcker kein Mehl mehr zum Brotbacken. Die Mütter konnten also kein Brot mehr kaufen. Eine große Hungersnot kam über das Land. Damals, zu dieser Zeit, lebte in Myra auch der Bischof Nikolaus. Es war ein Mann, der sehr an Gott glaubte. Er kannte viele Geschichten von Jesus und er wollte so leben wie Jesus. Wo er konnte, half er deshalb den Menschen. Und die Kinder mochte er besonders gern. Oft saß er mit ihnen zusammen und erzählte ihnen Geschichten von Jesus. Manchmal ging er abends durch die Straßen der Stadt. Dann tat es ihm im Herzen weh, wenn er das Weinen der hungrigen Kinder hörte. Die Kinder konnten abends oft nicht einschlafen, weil ihnen der Bauch vor Hunger wehtat. Wie gerne hätte er geholfen, aber auch er hatte kein Brot. Eines Tages kam ein großes Schiff mit Getreide in den Hafen. Dieses Schiff gehörte dem Kaiser. Als Bischof Nikolaus von dem Schiff hörte, lief er sofort zum Hafen. Er sprach zum Kapitän: Kapitän, hier in der Stadt Myra herrscht eine große Hungersnot. Die Menschen haben nichts mehr zu essen. Bald werden sie vor Hunger sterben. Bitte gib uns von dem Getreide, damit wir wieder Brot backen können. Der Kapitän antwortete: Das Getreide gehört dem Kaiser. Ich darf es nicht verkaufen. Da machte Bischof Nikolaus ihm einen Vorschlag. Schenke den Menschen von Myra ein paar Säcke Getreide. Und wenn du beim Kaiser ankommst, dann wird dir nichts fehlen. Da bin ich ganz sicher. Denn Gott wird dich für deine gute Tat belohnen. Du kannst mich selbst mit zum Kaiser nehmen. Wenn ich dir zu viel versprochen habe, dann soll der Kaiser mich dafür bestrafen. Schweren Herzens tat der Kapitän, was Nikolaus ihm vorgeschlagen hatte, und gab ihm etwas von dem Getreide. Das Getreide von dem Schiff war so viel, dass die Menschen von Myra 2 Jahre mit dem Getreide Brot backen konnten. Alle Menschen in der Stadt wurden wieder satt, und es blieb sogar noch Getreide übrig,
um es auf den Feldern auszusäen. Alle Menschen waren so glücklich, dass sie Bischof Nikolaus hatten. Genauso wie Jesus hatte er alle Menschen satt gemacht. Und am Ende ging es natürlich auch gut aus, denn der Kapitän, als er beim Kaiser ankam, fehlte ihm nicht ein einziger Sack Mehl. Also Nikolaus hatte sein Versprechen gehalten. Nikolaus hat großartige und wunderbare Sachen gemacht. Die waren wie ein Wunder. Deshalb nannten ihn die Menschen bald Heiliger Nikolaus. Gut, dass wir so viele Geschichten vom Nikolaus haben. Nikolaus hat immer so versucht zu leben, wie Jesus es vorgemacht hat. Das stimmt. Die Geschichten von Nikolaus, die erklären das immer sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass wir den Nikolaus nächstes Jahr endlich wieder persönlich treffen können. Wir werden sehen.